Oh, sorry. Es liegt schon wieder eine Leiche in Navigation. Digga. Wo lag die Leiche? Wieder Nico. Ah, Sascha ist es. Sag mal, ihr habt Na, aber auch nein, was. nein, 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 Sascha? nein. Nein, nein, nein. Jetzt diesmal kann ich. Schlorox kann bezeugen, Bruder. Ich war an diesem Kartending. Ich musste auch gerade die Karte durchziehen. Wo war die Leiche? Nein. Ganz, ganz rechts auf der Map. Bei den drei Aufgaben quasi. Also, Nico. Also, der Nico war im Elektrikraum mit. Genau. Mit Schlo, mit ne? mir. Mit nee, Jona, mit nee, nee, mit mit Jona, mir. Mit Karma. Mir beide. Ja, aber denn bist du da hingesprintet oder was? Also, ich wie bin schnell warst du? Miki ist mir auch begegnet auf dem Weg, also ich bin schon nochmal da hingelaufen, ne? Man kann auch nicht da hinrennen. Du warst aber auch unten rechts, ne? Am Elektrikkasten. Was da, hast du da gemacht? Ich musste so eine Karte auch durchziehen, aber ich muss okay. ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ich habe keine Übersicht, wer bei mir im Raum war. Ich weiß, waren zwei Leute bei mir im Raum, aber ich weiß nicht genau, wer. Aber musstest du wirklich eine Karte durchziehen? Ja. Weil ich war neben Schlorox an der Aufgabe und du warst an der Aufgabe weiter oben. Vielleicht verwechsel ich auch mit der letzten, aber ich schwöre dir, ich hab gerade noch versucht, eine Karte durchzuziehen. Grevi, okay. Was hast du denn so gemacht? Hey, warte, Simon, ganz am Ende eine Karte durchzuziehen? Nee, aus dem Portemonnaie eine Kreditkarte rausholen, dann durchziehen. Nein. Nein, Grevi, was hast du denn gemacht? Ich war jetzt im Admin. Wer war noch da oben, Schlo? Oder wer? Irgendwer war noch mit dem Admin? Und woher kommst du? Das Ding ist, diese Aufgabe mit dem Durchziehen gibt's doch nur raus. Sascha, was hast du gemacht? Eben. Darum bin ich verwundert. Bro, ich war neben Schlorox. Ich war in Admin. Also, dass du direkt Nico killst, wie du es eben gesagt hast. Bro, ich hab... Alles gut. Haltet einfach alle im Auge. Ja, die Leiche liegt jetzt genau hier, wo gerade Pen auch um die Ecke kam und es gesehen hat. Also, nicht, dass es Pen ist, sondern... In welchem Raum war das? Wo lag die Leiche? Lower Engine um die Ecke. Ey Leute, ich habe eine Frage. Ich hab also, eine Frage. Wenn du in Lower Engine reingehst. Und zwar ganz an... Links. Ich habe eine Frage an Mickey. Ja. Oder generell an alle. Wenn man Mörder ist, ne, dann macht man auch manchmal, um jemanden umzubringen, damit niemand reinkommt, so ein Tor zu, richtig? Ja, genau. Ja. Mickey, hast du gefettfingert und wolltest mich umbringen und hast aus Versehen das Tor falsch zugemacht? Also ich habe Aufgaben gemacht und ich stand mit Greavy, Payne und Karma zusammen im Raum. Das und schon, Sascha, das ist schon sehr, sehr... Das, ja, das ist schon sehr, sehr auffällig. Mickey, als das Licht ausging, warst du auch der Einzige, der davon weggelaufen ist und mir entgegenkam, als ich dahin wollte. Oha. Oh. Also, es war schon auffällig. Mm. Ich will aber nicht urteilen. Ja, ich will auch nicht urteilen, ich habe eine kurze Frage. Ich habe eine ganz kurze also Frage. Ich find Sascha sehr, also, ich finde es sehr auffällig. Okay, darf ich kurz eine Frage stellen? Medi von wo kommst du jetzt? Ich habe so ein Spiel gespielt mit so drei Ringen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, obwohl alle Spiele so für Idioten drücken, sind. Ja, aber hab ich versucht, nee. Das hat so gelben Balken. Ja, immer wenn es genau auf dem Stopp-Ding ist, also wenn er so waagerecht ist, der Knopf. Wir haben nur noch 14 Sekunden, Boys. Okay.
Miki, was? Ich gehe für Ohne ist Proof mit der Aufgabe. Ich habe Medi nicht gesehen, aber er hat mich gesehen. Ich weiß nicht, ob Sascha war, aber das Instinkt-Ding finde ich. Du stellst mir nicht mal Fragen und schiebst du alles drauf. Ja, Miki, aber dass du einfach direkt Sascha gekillt, Nico gekillt hast. Ja, aber du gehst die ganze Zeit nur darauf. Du fragst mich mal, wo ich war. Okay, Sascha, hast du chill, mute dich, Sascha. Ich häng dir am Arsch. Du bist... So, ich habe nur kurz gedrückt. Ich weiß nicht, ob jemand gestorben ist, aber ich würde gerne von Medi wissen, wie er mich gerade gesehen hat, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Weil ich bei Low Engine runter bin und dann habe ich die Leiche gesehen, bin aber noch einen Step vor und dann kamst du gerade um die Ecke und habe ich reported. Als ich auf reported kriegte, bist du da um die Ecke. Ich habe weder dich noch die Leiche bei mir gesehen. Das heißt, also, du kamst, um alle hier, die noch nie Imposter waren, aufzuklären, als Imposter hat man ein größeres Sichtfeld als Innocent. Ich würde gerne wissen, warum Sascha keine Aufgaben macht, sondern nur rumrennt. Ey, ganz kurz. Ey. Das ist gerade, Miki, du lenkst gerade vom Thema ab, das war doch gerade die Frage. Miki ist auch übel auffällig gerade, ne? Ja, nee, ist du. Aber ich sag's die ganze Zeit. Ich sag's dir ganz ehrlich, du killst. Weil du gehst jetzt auf denjenigen, Nico, der als erstes. Und du rennst einfach die ganze Zeit rum, machst keine Aufgaben. Aber du fragst ja nicht mal, ob ich eine Aufgabe gemacht habe. Du fragst nicht mal, was meine letzte Aufgabe war. Du rennst rum wie ein kopfloses Hühnchen. Okay. Ey, Leute, sorry. Ja, also ich weiß nicht, was das gerade mit Medi zu tun hat, aber. Das hätte ich halt gerne erklärt. Das ist von Sascha komisch. Also Medi konnte weiter gucken als Payne. Ja, also ich habe ihn nicht gesehen. Und er meint aber, er hat mich gesehen. Weißt du, du warst doch vor mir, Simon. Den einzigen, den ich gesehen habe, warst du. Du bist nach links unten gegangen, um den Tank da aufzufüllen, glaube ich. Ich bin hinter dir gewesen und dann kam der Report und er hat gesagt, ja, ich habe jetzt schnell reported, ich habe aber gerade auch Payne gesehen. Ja, ich finde, das klingt plausibel. Das Problem ist, du kannst natürlich auch der Böse sein und ihn einfach beschuldigen. Hey, ich war doch hinter dir, wie soll ich den getötet haben? Ja, aber Jonas war es nicht. Ich habe ja gleich reported. Er kam ja erst um die Ecke. Das heißt, er hätte ihn gar nicht killen können. Er stand ja nicht an der Leiche. Also ich bin immer noch bei Sascha. Er hätte auch, den Schacht nehmen können. Medi und Miki sehr auffällig. Hätte auch den Schacht nehmen können, oder? Und dann wieder hoch. Warum ist Miki jetzt... Ach, guck mal, auch sowas. Warum votet man jetzt einfach? Warum sagt denn keiner, dann lass auf Miki gehen? Ich hab die ganze Zeit schon gesagt, Medi. Ja, von Anfang an. GG, Runde zuvor auf. Und jetzt... Hä, du hast doch... Ich geb dir nur eine Antwort. Also das ehrlich gesagt, Chat, aus allen Runden, die wir heute gespielt haben, und dann voten die mich einfach? Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Yes. Wer von euch hat den Ritterhelm auf? Ich glaube, das Medi? Bin ich. Ich weiß es nicht. Kann sein, dass ich bin gerade zufällig mal in den Cam-Raum gegangen und ich habe es auf Cam gesehen, wie du den einen abgemurkst hast. Wen? Hellblau, Karma. Ist Karma gerade gestorben? Ja, also auf jeden Fall tot. Das könnte stimmen, weil Medi war die ganze Zeit mit mir und Karma in diesem Raum, wo man diese Reagenzgläser füllen muss. Und ich habe super lange dort gewartet. Medi war bei mir, hat aber keine Aufgabe gemacht. Und als Karma da... Ich habe das Reagenzglas 100% auf Cam gesehen. Also ja, gut, ja, dann ist ja... Du musst aber nicht die Aufgabe bei dem Reagenzglas, du musst da nicht warten, du kannst da weggehen. Du musst nur einmal draufklicken, dann füllt er die auf und dann kannst du gehen. Ja, aber wenn er es gesehen hat auf Cam, hallo? Es könnte natürlich auch sein, dass Herr Grievous einfach lügt und es behauptet, aber das glaube ich nicht. Weil ich ihn gesehen habe, wie er rumgelaufen ist und Aufgaben gemacht hat. Aber ich habe noch eine Frage. Es sind jetzt so Türen geschlossen worden. Können das eigentlich nur tote Imposter und lebende Imposter machen? Ja. Ja, dann ist ja Miki auf jeden Fall böse gewesen, weil seit er tot ist, schließen sich plötzlich Türen und ich war eingeschlossen. Wir waren auch alle eingeschlossen, wir waren alle... Gehen alle Türen zu oder nur bestimmte? Nee, warte, du musst das aussuchen. Du hast so Felder, dann kannst du die aussuchen. Ja, dann ist man Medi rausgeboten, dann ist schon vorbei, glaube ich. Ja, wenn der sagt, dass er es auf Cam gesehen hat, ja, dann let's go. 100 Pro. Bei die Cam, GG. Kacke ist. Nee, das war richtig, GG. Und war Miki der andere? Ja, den bei mir schon kicken müssen. Ja, ich verstehe, ja. Das. Miki, der macht jede Tür zu, der könnte kotzen. Ich wusste das nicht. Mit den Türen. Ich habe einfach die ganze Zeit Türen auf und zu gemacht. Und ich, alter Junge, killt er mich einfach direkt am Anfang. Und ich wundere mich noch, warum Medi so sauer war, dass ich jetzt Miki rausgevotet habe. Nee, ich war nicht sauer, weil er raus ist, weil er mein Mate ist. Sondern ich war sauer, weil ihr einfach den so gewotet habt. Ihr habt einfach so gewotet. Das habe ich nicht gesagt. Ich sag auch, deswegen war ich genervt. Sascha hat ja mit Miki diskutiert, so dass er schuldig ist. Und Miki hat dann gesagt, nein, also ich habe meine Aufgaben erfüllt. Das hat sich so gelogen angehört, da konnte ich nicht mehr glauben. Ich sage euch, 4 Runden.